Moin, willkommen in Hamburg. Wir stehen hier auf der Brücke der Wallstraße und schauen in Richtung Süden zum S-Bahnhof Berliner Tor. Links fährt gerade eine Regionalbahn RB81 nach Bad Oldesloe. Im Hintergrund seht ihr die Brücke der Straße Berliner Tordamm. Dort herrschen seit 2024 Bauarbeiten. Vorübergehend fährt deshalb die S-Bahnlinie S1 im Pendelverkehr. Hier kommt gerade ein Zug aus Richtung Ohlsdorf. Bei der Hochbahn ganz rechts fährt ein einzelner DT4 mit Zielanzeige "Bitte nicht einsteigen" nach Barmbek. Dann kommt die S1 in Richtung Ohlsdorf aus Berliner Tor zurück und fährt dabei zunächst auf dem in Fahrtrichtung linken Gleis. Hier sehen wir von der Berliner Tordammbrücke aus, wie eine S1 nach Berliner Tor einfährt. Kurze Zeit später fährt der Zug nach Ohlsdorf zurück. Links von ihm fährt ein planmäßiger Zug der U-Bahn-Linie U3 nach Barmbek. Ein Regionalexpress RE80 aus Lübeck fährt nach Hamburg Hauptbahnhof. Ebenfalls auf dem in Fahrtrichtung linken Gleis. Noch ein S-Bahn-Zug in Richtung Ohlsdorf, am hinteren Zugteil mit Werbung für die S1. Der nächste Standort ist am Westfalensweg. Ganz links oben ist die Wallstraßenbrücke zu sehen. Von dort aus kann man sehen, wie die S-Bahnen östlich der Brücke auf das rechte Gleis wechseln. Anschließend fahren sie unter der Brücke der Alfredstraße hindurch.
Hier sehen wir von der Alfredstraßenbrücke zur Wallstraße. Eine S-Bahn fährt zum Berliner Tor. Dann werden die Weichen umgestellt. Die S-Bahn kommt aus Berliner Tor zurück. Auch dieser Regionalexpress wechselt hier auf das in Fahrtrichtung rechte Gleis. Eine Regionalbahn nach Hamburg Hauptbahnhof. Links vorn steht noch eine Signalbrücke mit einem außer Kraft gesetzten SV-Signal. Zum Abschluss sehen wir einen RE nach Hamburg Hauptbahnhof. Ihm kommt ganz links der RE8X nach Lübeck entgegen, der kurz nach 16 Uhr aus Hamburg Hauptbahnhof abfährt und nur in Hasselbrook hält. Früher war dies ein Wendezug mit einer Diesellokbaureihe 218. Jetzt, 2024, fährt dort ein einzelner Triebzug Stadler Kiss Baureihe 445. Damit sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.